Spielaufnahme-Dingsbums. Sehr gut. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Okay, ich mach's nochmal. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal Captain Dux. Wir spielen heute wieder Finnland. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Let's go. So, wir haben hier unten noch einen Aussichtspunkt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und dieser Marderhund macht dich verrückt. Macht denn der eigentlich für Geräusche? Das klingt wie ein V. Wie ein V im Zoo. Kennt ihr diese Geräusche? Das macht genau das gleiche Geräusch. Da vorne sind eurasische Pfeifente. So. Na dann pfeife ich dir doch mal was, du Ente. Wo ist jetzt die Ente? Ich hoffe nicht, dass diese Ente... Oh Mann, das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich habe diese Ente zu nah am Wasser geschossen. Jetzt ist diese Ente in das Wasser reingeplumpst. Ja. Und ist jetzt einmal, in der Zeit, wo ich hier um den See rumgelaufen bin, ist die jetzt einmal zu mir rüber an die Stelle, wo ich geschossen habe, rüber geschwommen, getrieben. Darf ich einmal wieder drumherum laufen? Mann, die Ente ist zu schlau für mich. So, Ente. Haben sie sich ergeben. Silberne Ente. Sogar Lungentreffer. Lol. Okay. Schön. Ah, guck mal, wie süß die ist. Guck doch mal, wie süß die ist, die Ente. Ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Irgendwie bin ich blind oder so. Was ist Lux? Lux ist 3, oder? Tierklasse 3. Schade. Doch, 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 doch. Unser Lux, der liegt im Dreck. Mit einem tödlichen Treffer. Okay, okay, okay. Ja, noch gerettet die Situation. Aber wirklich, also, weiß nicht, wo der da genau war. Also wahrscheinlich hinter dem großen Busch und so. Und ich habe ihn die ganze Zeit nicht gesehen. Aber das war schon ein bisschen ärgerlich. Gold. Okay, alles klar. Cool, cool, cool. Naja, warum nicht? Ein sehr, sehr schöner Vierer-Elch. Der ist zu 100% Gold. Er rennt zwar noch ein bisschen, aber gleich müsste er umfallen. Schön. Da vorne ist noch ein Dreier. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß, du bist nervös, aber... Der fällt auch. Ja, sehr gut. Unser goldener Elch. 228. Ja. Schönes Ding. Da liegt unser Elch. Und da haben wir noch was. Ein Marderhund. Ich hoffe, einer von beiden war tödlich. So, der dürfte nur Silber sein, der Dreier. Ja, genau. Dachte ich mir schon. Blutungsgrad hoch. Okay, okay, okay. War aber leider nur Bronze. Aber der erste Schuss ging voll daneben. Erst als es stehen blieb, das Tier, bin wirklich getroffen. Aber auch wirklich da, wo ich hingezielt habe. Bin mit der Ranger noch nicht ganz warm geworden wieder. Die auch, seitdem ich damals angefangen habe, habe ich die auch nicht wieder benutzt. Ne? Aber ist halt auch eine gute Waffe von 2 bis 7, glaube ich. Also gerade so für 2er- und 3er-Tiere ist die wirklich sehr gut. Alles höher würde ich eine andere Waffe nehmen. Es ist ein 2er-Elch, ne? Ja.
silberner, süßer, kleiner Ich. Nein. Hier, es kommen noch mehr. Ich war zu voreilig. Die hat mich angequietscht, Warnruf. Naja, dann. Ah, die habe ich nicht erwischt. Die habe ich nicht erwischt, die hatte Glück. Nichts ist schlimmer, wenn man eine Waffe hat mit null Schuss, so wie die hier. Einfach in der Ranger nichts drin. Top. Oh, wunderschönes Tier, oder? Guck doch mal die grünen Federn an da. Aber nur Silber, der Junge. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Das ist unser Elch. Das ist unser Elch, der wahrscheinlich zum Trinken kommt. Ab Rückenwind. Dreh dich. Ja. Schön. Schönes Ding. So, Dreier Elch. Ich weiß nicht, der wievielte heute schon. Es ist krass. Silber. Unter 150, naja. Kleiner, süßer Elch. Müsste ich noch etwas drehen, Mädchen. Dreh dich. Komm schon. Tu's für mich. Oh, okay. Da haben wir den Marderhund. Ich dachte, dass wenn ich neben sie schieße, dass sie sich nochmal dreht oder sowas. Aber nein. Hat sich leider nicht getan. Oh, Blut ist gerade hoch sogar. Schön. Ach, da liegt er. Sehr gut getarnt. Silbernes Weibchen. Ja, ich hätte ein bisschen mehr vorziehen sollen. Ja, ich war ein bisschen schnell unterwegs für meine Ranger. What the fuck ist es? Der hat ja mal das krasseste Geweih, was ich bei einem Elch jemals gesehen habe. Ja, der liegt. Okay, cool. Na, da müssen wir sowieso hin, das ist unsere Hütte. Schauen wir uns diesen gigantischen Elch mal an. Ich glaube nicht, dass er dir ist, weil die Wertungsvoraussage sagte bis 260 voraus. Und ich glaube 274, 270 oder sowas ist Diamant. Aber es könnte der bisher beste Goldelch sein, den ich jemals geschossen habe. Also das Geweih ist auf jeden Fall krass. Wie gesagt, so lang spiele ich das Spiel noch nicht. So krasser Profi bin ich auch noch nicht, dass ich sowas auswendig kann. Bei ein paar Sachen kann ich es ungefähr einschätzen. Also ein 9er Rothirsch kann Dia sein. Ein 5er Elch kann Dia sein. 5er Wildschwein habe ich letztens ein Dia geschossen. Aber viele Sachen kann ich halt noch nicht einschätzen. Durch diese dicken Schaufeln an. Krass. Riesiges Ding. So, Gold 251. Das ist der bis jetzt bestbewertetste Elch, den ich geschossen habe. Ja, ich weiß es nicht. Dass da schon wieder alles schief läuft hier.
Das ist nämlich ein komplexes Konstrukt, ne? Ihr dürft euch das nicht so einfach vorstellen. Hier einfach online gehen, auf Twitch irgendwas streamen oder sowas. Das ist alles mit sehr viel Technik verbunden, sehr viel Software. Alles kann kaputt gehen. Nichts muss, alles kann, ne? Und so. Es ist alles gar nicht so einfach. Kleiner, süßer, silberner, weiß wie der Hirsch. Ach. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Was ist das? Was ist das? Ein Auerhuhn. Okay, okay. Also ein Weibchen. Easy Drive-By. Der war sogar richtig, richtig gut, wenn ich das jetzt so am Geweih mal so ablesen darf. Kommt er hier einfach vorbei und legt sich hier vor meine Füße. Schön. Weibliches Auerhuhn. Kann auch in Wertung geschossen werden. Okay, cool, cool, cool. Aber eigentlich alle weiblichen Vögel, ne? Einfach ein goldener Weißwedel im Drive-By. Schön. Naja, warum nicht? Warum nicht? Wir haben ja schon ewig keinen Weißwedel mehr geschossen. Nicht vergessen, nachzuladen, Kinder. Nachladen ist das Wichtigste in diesem Spiel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ihr vor einem Tier steht und ihr denkt so, das ist jetzt der perfekte Winkel, der perfekte Zeitpunkt. Jetzt muss ich schießen. Und ihr drückt auf den, ihr drückt auf die linke Maustaste und der Typ erstmal so nachladen und das Tier ist weg. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste. Nein, hör auf zu fliegen. Digga, habe ich dir das erlaubt zu fliegen? Mensch. Die merken das, sie spüren das, wenn ich mit dem Scope drauf bin, dann legen die los. Sehe ich noch. Gar kein Problem. Bin halt der Künstler mit der Waffe. Der Künstler, ne? Das Problem ist nur, die Viecher wiederzufinden. Das, kann ich schon mal predikten, das wird nichts. Das wird nichts. Vor allem, wenn ich hier irgendwie aus einem Kilometer Entfernung da so ein Ding aus dem Himmel hole. Da irgendwo in dem Wald findest du diese Gans sowieso nicht wieder. Wir hatten beim letzten Stream, hatten wir ein bisschen Glück, da haben wir auch sowas gemacht. Und dann einfach random irgendwo diese Gans wiedergefunden, ohne dass ich die wirklich gesucht habe. Das sind, glaube ich, Fake-Vögel. Kann ich auch nicht scannen. Nee, das sind, glaube ich, Fake-Vögel. Das war's auch schon wieder mit unserer Folge The Hunter Call of the Wild hier mit eurem Captain Dux. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir waren heute, naja, relativ erfolgreich. Also der Elch, der war ziemlich schmatzig, saftig. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal und dann ciao.